Goldochsen, Ulms flüssiges Gold, präsentiert Ihnen Auf ein Bier mit. Donnerstag, es ist Auf ein Bier mit Zeit. Herzlich willkommen dazu. Vielen Dank. Herzlich willkommen hier im Hirsch in Finningen. Seit 1. Februar in Ulm zu sehen, im Blautal Center. Die Körperweltenausstellung. Ich freue mich sehr, die Kuratorin ist heute Abend bei uns. Herzlich willkommen und einmal Prost, Dr. Angelina Wally. Schön, dass Sie da sind. Dankeschön. Frau Dr. Wally, bevor wir über die Plastinate sprechen, über die Ausstellung, stimmt die Geschichte, dass Sie und Ihr Mann sich in einem Leichenkeller kennengelernt haben, zwischen Toten? Ja, wo die Liebe hinfällt. Wir haben uns in der Tat im Anatomischen Institut der Uni Heidelberg kennengelernt. Gunther war damals junger Assistent dort. Er hatte die Plastination bereits erfunden. Gunther von Hagens, der Mann mit dem Hut. Genau. Dr. Tod, da sprechen wir auch noch drüber. Und mein Ziel war eigentlich, Chirurgin zu werden. Und ich dachte, so ein halbes Jahr oder Jahr in die Anatomie zu gehen, das wäre eine gute Vorbereitung, gesagt, getan. Und neben wissenschaftlichen Arbeiten war meine Aufgabe auch, Medizinstudenten in Anatomie zu unterrichten. Aber ich habe das leider schon alles wieder vergessen gehabt. Und so war ich ganz froh zu erfahren, dass Gunther dort am Anatomischen Institut einen Tutorenkurs, also für ältere Fachsemester geben würde, die dann in diesem Präparierkurs mithelfen. Und diesen Kurs habe ich dann, daran habe ich teilgenommen und ihn dort kennengelernt. Und ich war einfach so fasziniert von seiner Persönlichkeit und so seiner Andersartigkeit und seinem Humor, ja, dass ich mich in ihn verliebt habe und glücklicherweise er in mich auch. Daraus wurde ja noch viel, viel mehr. Daraus wurde nämlich diese riesige Ausstellung, die Sie mittlerweile gemeinsam beispielsweise jetzt in Ulm zeigen. Wir haben ein paar Dinge mit dabei. Es geht, vielleicht können wir es mal kurz erklären, all denjenigen, die nicht wissen, was in Ihrer Ausstellung gezeigt wird. Es geht tatsächlich um echte Menschen oder zumindest Teile echter Menschen. Ja, diese Ausstellung zeigt tatsächlich echte menschliche Präparate und sie sind mithilfe dieser Technologie, die der Gunther erfunden hatte, die Plastination, dauerhaft konserviert. Mhm. Vereinfacht ausgedrückt ist die Plastination ein Verfahren, ein Vakuumverfahren, mit dessen Hilfe wir das Gewebewasser gegen Kunststoff austauschen können. Das heißt, jede einzelne Zelle, die zuvor Wasser enthielt, ist nun mit diesem Kunststoff ausgefüllt und dadurch sind die Präparate trocken, sie sind geruchsfrei, man kann sie im wahrsten Sinne des Wortes begreifen und das macht diese Präparate natürlich unglaublich wertvoll für den anatomischen Unterricht. Das heißt, wenn wir mal beispielsweise auf die beiden Dinge, die Sie mitgebracht haben, schauen. Nochmal zur Klarstellung, es ist echt, es hat mal gelebt. Was sehen wir da jetzt konkret? Ich habe zwei Präparate mitgebracht. Zum einen sehen wir hier dieses Herz. Das sieht jetzt auf den allerersten Blick mal ganz normal aus. Aber es sieht groß aus. Ist es ein menschliches Herz? Ja, das ist ein menschliches Herz. Man muss wissen, dass das Herz ja ein dynamisches Organ ist. Das heißt, es ist etwas größer, wenn es sich mit Blut füllt. Und wenn es das Blut aus dem Herzen herausquetscht, dann wird es eben deutlich kleiner. Mhm. Und damit wir die Herzkammern besser zeigen können, mögen wir es natürlich während des Prozesses das Herz etwas aufzuweiten. Also die Größe ist jetzt gar nicht mal überraschend für mich. Was aber ganz besonders an diesem Herzen ist, man sieht, wenn man ganz genau hinschaut, hier überall kleine blaue Fäden ringsherum. Ja. Ja. Und das zeigt mir, dass das ein transplantiertes Herz ist. Das heißt, dieses ist mal ein Spenderherz gewesen. Und das, was wir drunter sehen, ist ein Arm? Das ist eine ganz besondere Darstellung. Eigentlich sieht man da überhaupt gar kein Gewebe mehr. Das ist ein Präparat, das wir hergestellt haben, indem wir einen roten Kunststoff in das Gefäßsystem injiziert haben. Der Kunststoff verteilt sich dort im ganzen Blutgefäßsystem. Und wenn dieser Kunststoff aushärtet, dann hat er die Form des Systems angenommen. Und wir können dann mithilfe von Enzymen oder anderen Lösungen das umliegende Gewebe herauslösen, sodass wir hier praktisch auf den Ausguss dieses Gefäßsystems
schauen. Und für mich sind das eigentlich die wunderbarsten Präparate, obgleich gar kein Gewebe mehr da ist. Aber man sieht sofort, es sieht unglaublich fein aus, unglaublich zerbrechlich. Und für mich sind das deswegen eigentlich die besten Repräsentanten unseres Körpers, weil sie auch gleichzeitig so schön und fragil ausschauen. Wissen Sie, von wem der Arm und von wem das Herz stammt? Alle Präparate, die wir in unserer Ausstellung zeigen, stammen aus einem ganz speziellen Körperspendeprogramm, das wir vor vielen, vielen Jahren, genauer gesagt schon 1982 ins Leben gerufen haben. Das heißt, von Menschen, die zu Lebzeiten darüber verfügt haben, dass sie dieser Technologie zur Verfügung stehen wollen. Prinzipiell könnte ich das natürlich rausbekommen, aber aus dem Kopf kann ich das natürlich nicht sagen, weil wir über die vielen Jahre natürlich so viele Präparate hergestellt haben. Aber es sind Menschen tatsächlich, die sich selbst dafür entschlossen haben und dazu entschieden haben, Teil ihrer Ausstellung zu werden. Ganz genau. Was ist, wenn sich jemand in meiner Familie überlegt, ich möchte mal Teil dieser Ausstellung zu werden? Werde ich darüber dann informiert? Kann ich mitentscheiden? Wie läuft sowas? Also zunächst mal bedarf es der Zustimmung des konkreten Spenders. Das heißt, nicht die Familienangehörige können darüber befinden, sondern der Körperspender. Mhm. Und dazu kann man bei uns im Institut Formulare anfordern. Das kommt zusammen mit einer Informationsbroschüre, die genau beschreibt, was die Plastination ist, warum wir das machen, was mit dem Körper nach dem Tod passiert und was dann auch die Angehörigen in die Wege leiten müssen, weil wir ja nicht zwangsläufig von dem Ableben eines Körperspenders erfahren. Darf man da auch mitentscheiden, wie man dann hinterher ausgestellt wird? Also es ist so, zum einen muss man wissen, dass wir nicht nur Präparate für die Ausstellung machen. Wir haben viel zu viele Körperspender, als dass wir sie alle irgendwann. Ja, wir haben im Moment über 18.000 Körperspender in unserer Datei. Und das klingt jetzt mal enorm viel, aber man muss natürlich auch berücksichtigen, dass das oft noch sehr junge Menschen sind. Mhm. Und die haben hoffentlich noch viele, viele gesunden Lebens vor sich. Und da dauert das sicher viele Jahre, bis sie mal als Körperspender bei uns landen. Und deswegen braucht man einen gehörigen Körperspenderstamm, damit man dann übers Jahr gesehen auch genügend verstorbene Spender erhält. Was sind das für Menschen? Sind es Menschen, die bei Ihnen in der Ausstellung waren und gesagt haben, Mensch, ich möchte auch mal als toter Hochspringer über der Latte hängen? Oder, weil sowas zeigen Sie ja. Oder was sind das für Menschen? Also eigentlich sind es Menschen wie Sie und ich. Also Menschen mit ganz unterschiedlichen Hintergründen, auch unterschiedlichen Beweggründen. Aber die meisten, muss man sagen, die meisten unserer Spender haben sich danach entschieden, Körperspender zu werden, nachdem sie die Ausstellung gesehen haben. Nachdem sie auch gespürt haben, wie wichtig es ist und wie wunderbar auch so ein Exponat sein kann. Viele sagen, sie möchten einfach auch einem guten Zweck dienen können. Und, aber inwiefern ist es ein guter Zweck, Teil einer Ausstellung zu sein? Die Ausstellung hat eine enorme Wirkung auf die Menschen, die dort reingehen. Die Menschen gehen mit einem völlig veränderten Selbstbild aus dieser Ausstellung und sehr oft sagen die Menschen, ich werde meinen Körper sicherlich nicht mehr als etwas Selbstverständliches achten. Wenn man sieht, wie fragil und wie fein der Körper gemacht ist und auch überhaupt erstmal versteht, wie komplex das alles ist, dann geht man auch achtsam mit seinem Körper um. Und das ist nicht nur einfach so dahergesagt. Wir haben tatsächlich eine ganze Reihe von Umfragen gemacht, auch teilweise erst ein halbes Jahr nach Ende der Ausstellung. Und danach haben in einer speziellen Umfrage 9% der Befragten angegeben, sie hätten seither mit dem Rauchen aufgehört. Rund 33% sagten, sie würden sich seither um gesundere Ernährung bemühen. Und rund 25% sagten, dass sie sich sportlich aktiver bemühen würden. Das heißt, es hat wirklich diese Erkenntnis hat einen enormen Effekt auf die Verhaltensweise. Ist es eine Voraussetzung, um Teil dann später Ihrer Ausstellung zu werden? Oder also wäre ich jetzt geeignet? Supersportler, durchtrainiert? Ich würde mal sagen, Sie würden eine gute Figur abgeben. Ich kann dieses Lachen gerade nicht richtig deuten. Nein, also ist jeder geeignet oder nicht? Also wir wollen ja nicht nur den gesunden, schönen, jungen Körper zeigen, sondern wir zeigen ja auch... Also Ihr Körper wäre natürlich in der Erde. Vielen herzlichen Dank, alles Gute, auch beruflich. Nein, also das...
Also bislang haben wir in all den vielen Jahren keinen einzigen Körperspende abgelehnt. Das liegt auch daran, dass wir nicht nur, und Sie würden natürlich ein wunderbares Präparat abgeben, nicht nur, nicht nur wunderschöne Anatomie zeigen wollen, sondern wir wollen natürlich auch den erkrankten Körper zeigen. Und jeder Körper ist für uns wirklich ein anatomischer Schatz. Und ein Körper zeigt eigentlich seine ganze Lebensgeschichte. Also alles, was wir mit unserem Körper tun, wirkt sich auf ihn irgendwie zurück. Was immer wir essen, was immer wir tun, was immer wir auch nicht tun, zum Beispiel. 44 Millionen Menschen haben Ihre Ausstellung mittlerweile gesehen. Ja. Ich bin einer davon. Es war die erste, glaube ich, in Deutschland, müsste so 97 gewesen sein, in Mannheim. Ich habe damals mit Freunden 12 oder 14 Stunden angestanden, um diese Ausstellung zu sehen. Was macht die Faszination aus Ihrer Sicht, dass es Menschen gibt wie mich, die sich so lange hinstellen und dass es so viele gibt, die das mal sehen wollen? Damals war das natürlich ein enormer Hype und damals gingen natürlich auch Verbotsbemühungen durch die Öffentlichkeit. Es wurde sehr kontrovers diskutiert und ich habe es oft erlebt, dass da Menschen von weit her angereist sind, die gesagt haben, das muss ich unbedingt gesehen haben, bevor es verboten wird. Mittlerweile ist die Ausstellung immer noch sehr gut besucht, aber glücklicherweise nicht mehr so, dass man da stundenlang anstehen muss. Was treibt die Menschen in die Ausstellung? Für mich ist es eigentlich ein ganz natürliches Bedürfnis, selbst zu sehen, woraus man eigentlich besteht. Unser Körper ist ein Leben lang mit uns, aber als Laie hat man nie die Möglichkeit, hineinzuschauen. Und selbst wenn Sie ein Kunststoffmodell anschauen oder eine 3D-Animation, natürlich können Sie da eine Idee von der Anatomie bekommen und wie groß die Leber ist. Aber es ist was ganz grundlegend anderes, wenn ich etwas Echtes betrachte. Wie ein echtes Kunstwerk. Oder zum Beispiel würde man nie eine Ansammlung von Plastiktannen, daraus würde man nie erspüren, was es bedeutet, in einem Wald zu gehen. Und genauso ist es in der Ausstellung, diese Authentizität der Präparate berührt und hat eine völlig andere Erlebnistiefe als alles andere. Wobei beispielsweise dieses Herz, es sieht ja jetzt, wenn es hier liegt, plastiniert, es sieht ja nicht mehr aus wie ein echtes Herz. Es fühlt sich auch tatsächlich, ich habe es vorher mal ganz vorsichtig angefasst, es fühlt sich auch an wie Kunststoff und fühlt sich dann am Ende und sieht auch aus eben doch wie ein Modell. Also warum nicht mit einem Modell darstellen? Es fühlt sich natürlich anders an, weil das ganze Gewebswasser durch den Kunststoff ersetzt ist. Und deswegen fühlt es sich auch wie Kunststoff an. Aber ich weiß nicht, ob Sie schon mal ein Kunststoffherz gesehen haben. Das sieht schon doch sehr, sehr anders aus. Bei Weitem nicht so detailreich mit diesen vielen Hinterschneidungen. Das könnte man in einem Plastikmodell in dieser Naturtreuheit überhaupt gar nicht hinbekommen. Sie sagen es berührt besonders. Es gibt viele Menschen, das haben Sie gerade eben auch schon durchblicken lassen, die anderer Meinung sind, die das kritisch sehen, die sich auch um Verbote bemühen. Es gab beispielsweise den Fall in Berlin. Wie gehen Sie mit der Kritik an dieser Ausstellung um? Eigentlich ganz gelassen, weil ich weiß, dass Berlin, müssen wir noch kurz erklären, wurde verboten in Teilen? Nein, das wurde nicht verboten, aber es gab einzelne Vertreter des zuständigen Berliner Bezirkes, die sich da gestört fühlten und sich bemüht haben, die Ausstellung zu verbieten. Nach 4 Jahren Rechtsstreit und mehreren Gerichtsprozessen ist der Streit nun endlich vom Tisch. Also die Ausstellung ist auch nach wie vor in Berlin zu sehen. Mhm. Aber mit anderen Exponaten? Natürlich mit ganz anderen Exponaten, hat auch ein ganz anderes Thema. Und ja, aber ich weiß aus Erfahrung, aus all diesen 20 Jahren Ausstellungsgeschichte, die Kritik kommt stets von Menschen, die die Ausstellung nie gesehen hat und auch die Ausstellung nicht sehen möchte, sondern aus ihrem Vorurteil heraus urteilen. Und deswegen sehe ich eigentlich dieser Kritik sehr gelassen entgegen. Und es steht mir auch jedem zu kommen oder zu nicht oder das gut zu finden oder nicht. Wobei ja noch mal ein Unterschied sein könnte zwischen Exponat, Mensch, ausgestellt oder Exponat, Mensch, ausgestellt in besonderer Situation, eben beispielsweise beim Hochspringen, was ich vorher schon mal thematisiert hatte, oder beim Geschlechtsakt, hat es auch gegeben. Wissen Sie, dass diese
Ganzkörperplastinate dynamisch positioniert sind, das haben wir eigentlich von unseren ersten Besuchern gelernt. Unsere ersten Aufstellungen haben nämlich in Japan stattgefunden. Und wenn es in Japan eine Kritik gab, dann die, dass die Körper doch etwas tot aussehen und deswegen etwas zum Fürchten ausschauen. Mhm. Überraschung, ne? Tote Menschen sehen tot aus. Ja, aber sie waren dann einfach... Also es hat auch diese optische Brücke, die man zu sich selbst schlägt, die ist einfach wesentlich weniger stark da, als wenn ich einen Körper habe, der in einem Moment einer Bewegung gefroren ist. Aber nochmal zurück zu diesem Erlebnis in Japan. Wir haben sofort begriffen, dass ja auch die alten Anatomen aus der Renaissancezeit das begriffen haben. Wenn man diese wunderbaren Zeichnungen aus jener Zeit anschaut, dann sind auch diese Körper eigentlich zwar gezeichnet, aber doch in sehr lebensnahen Posen dargestellt, sehr ästhetisch, manchmal in wunderschöne Landschaften gestellt. Und wir haben sofort begriffen, ja, wenn wir Laien ansprechen wollen, dann müssen diese Plastinate auch eine Qualität über ihre wissenschaftliche Aussage hinaus haben. Das heißt, sie müssen ästhetisch ansprechend aussehen, sodass man sich auch nicht fürchten muss, sondern wirklich mit großem Interesse und Begeisterung sich diesen Exponaten nähern kann. Was gibt's in Ulm konkret zu sehen? Darüber sprechen wir gleich. Auf ein Bier mit, wir sind sofort zurück. Kleinen Moment. Ihr Fahrspaß ist unsere Motivation. Autohaus Holz und Haller. Starke Neuwagen, attraktive Gebrauchtfahrzeuge, fachkompetente Beratung, erstklassiges Ersatzteil- und Zubehörsortiment und perfekter Service. Und dabei eines stets im Mittelpunkt: Ihr Fahrspaß. Autohaus Holz und Haller in Ulm-Leer. Ihr Service-Kompetenzcenter für BMW und Mini. Herzlich willkommen zurück auf ein Bier mit heute Abend und wir sprechen weiterhin über die Körperweltenausstellung. Kuratorin ist heute Abend bei uns. Wir haben gerade schon ganz viel darüber gesprochen, was möglich ist, was man zeigen kann. Was zeigen Sie denn in Ulm im Blautal Center seit 1. Februar dort die Ausstellung? Was zeigen Sie konkret? Was ist Ihr Highlight? Das Highlight ist, ich glaube, jeder Mensch, der da in diese Ausstellung geht, hat ein ganz persönliches Highlight. Und deswegen fällt es mir wirklich schwer zu sagen, das oder das oder das. Also wenn jeder Mensch ein persönliches Highlight hat, dann nehme ich Sie da mal mit rein. Meine persönlichen Highlights sind diese wunderbaren Gefäßdarstellungen, die einfach wunderschön ausschauen und gleichzeitig diese Fragilität des Körpers demonstrieren. Ja. Sie sind für mich der beste Repräsentant des Körpers, obwohl gar kein Gewebe mehr da ist. Wenn wir mal nicht nur auf die Ausstellung in Ulm jetzt schauen, sondern auf die vielen Jahre, die es die Ausstellung jetzt mittlerweile schon gibt. Ich habe schon gesagt, 44 Millionen Zuschauer waren da. Was ist dann Ihr Highlight? Weil Sie haben ja wirklich teilweise schwangere Frauen, Pferde, Reiter, Sie haben ja alles gezeigt. Naja, als Kuratorin muss ich natürlich ja auch eine gewisse Dramaturgie in dieser Ausstellung haben. Ich muss dafür Sorge tragen, dass ich auch alle Themen, alle Inhalte, die ich kommunizieren möchte, auch zeigen kann an bestimmten Exponaten. Die Ausstellung hier in Ulm, die ist sehr groß. Das ist wirklich eine große Ausstellungskollektion. Es gibt eine Vielzahl von kleinen Präparaten, die themengeordnet dargestellt sind, die mir erlauben, im Organfunktionen und auch gesunde Organe, die im direkten Vergleich zu krankhaften Organen zu zeigen und leicht verständlich zu erklären. Und auf diesem Weg durch die Ausstellung begegnet man auch einer ganzen Reihe von Ganzkörperplastinaten, an denen man eben diese einzelnen Organsysteme, die man in den Vitrinen kennengelernt hat, im Körper erkennen kann. Und da gibt es Präparate, ganze Körper, die sind, man würde vielleicht sagen, eher einfach positioniert. Aber es gibt auch
Präparate in sehr spektakulären Posen, wie ein Hochspringer, der da eben gerade in der Luft über dieser Stange festgehalten ist sozusagen. Es gibt ein Eiskunstläuferpaar, das so in so einer Todesspirale sich dreht. Also es ist wirklich sehr kurzweilig, aber auch auf der anderen Seite unglaublich spannend. Und selbst wenn man mit Bedenken kommt, ob man das überhaupt ertragen kann, weil man beim Arzt gar keinen Blutstropfen sehen kann. Ich kann alle beruhigen, es ist wirklich sehr ästhetisch gemacht. Ich beginne die Ausstellung im Regelfall auch immer mit dem Bewegungsapparat. Das heißt, ich kann mit dem Skelett anfangen und mit den Gelenken und führe dem Besucher sozusagen langsam an das Thema herein. Also es ist wirklich eine Ausstellung für das Leben, das kann ich ihm versprechen. Und nicht nur für das Leben, sondern das ist über das Leben. Das ist ja das Paradoxe, wir zeigen tote Körper, aber die Ausstellung widmet sich wirklich dem Leben. Ist ein Einkaufszentrum, in das ich gehe, um Klamotten zu kaufen, was zu essen, ist das der richtige Ort dafür? Ich denke, es gibt sicherlich schönere Orte, aber als Veranstalter muss man auch immer schauen, wo kann ich denn eigentlich eine geeignete, große Fläche finden, die ausreichend lange zur Verfügung steht, die ausreichend hohe Decken besitzt, die genügend Infrastruktur hat. Das war in Ulm nicht so ganz einfach. Deswegen bin ich sehr dankbar, dass wir schließlich dieses Blautal-Center gefunden haben. Und auf der anderen Seite, wie gesagt, die Ausstellung widmet sich dem Leben. Und in diesem Center herrscht das Leben. Und deswegen finde ich jetzt auch nicht grundsätzlich falsch. Wie viel Arbeit ist ein solches Plastinat? Wie lange dauert das, bis Sie so ein Herz beispielsweise so präpariert haben? Einzelne Organe, das ist mal gar nicht ganz so aufwendig, aber wenn wir einen ganzen Körper... Das heißt Körper, nicht ganz so aufwendig, eine Stunde, zwei Stunden, oh, das Stunden. Dauert viel, viel länger. Aha. Schon alleine der Plastinationsprozess dauert viel länger. Aber wenn wir zum Beispiel einen ganzen Körper herstellen, dann dauert es über einen ganz großen Daumen etwa ein Jahr und wir arbeiten etwa 1500 Stunden daran. Das heißt, es ist wirklich sehr aufwendig, überhaupt erstmal die anatomischen Strukturen herauszuarbeiten. Auch der Plastinationsprozess an sich ist sehr aufwendig. Die Präparate und Organe liegen lange Zeit in einem Lösungsmittel für mehrere Monate. Auch der Vakuumprozess dauert mehrere Wochen am Stück. Wenn man dann das Präparat aus dem Silikonbad herausgenommen hat, dann ist nochmal eine sehr intensive Arbeitsphase da, in der wir die Körper dann positionieren, sicherstellen, dass alle Strukturen an der richtigen Stelle auch zu liegen kommen. Denn wenn das Präparat erstmal gehärtet ist, dann kann man das nicht mehr ändern. Und dann wäre das für die nächsten Jahrhunderte anatomisch falsch. Wer macht das? Also wer bearbeitet dieses Präparat? Sie, Ihr Mann, glaube ich, auch noch ein bisschen, der ist noch beteiligt, oder? Mein Mann ist ja leider an Parkinson erkrankt und hat sich deswegen auch weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Und Labortätigkeit macht immer noch ein bisschen, aber die Präparationstätigkeit natürlich nicht. Das ist auch einfach viel zu zeitaufwendig. Wir haben über die vielen Jahre natürlich einen guten Stamm von Mitarbeitern ausgebildet. Sind das alles Ärzte oder? Nein, wir haben ganz konkret einen Anatomen, der uns mit uns arbeitet und die Präparatoren überwacht und natürlich, bevor irgendwas plastiniert oder gehärtet wird, nochmal sicherstellt, dass das alles korrekt ist. Aber ansonsten sind die Mitarbeiter alle speziell dafür ausgebildet bei uns in unseren Labors. Das dauert auch ungefähr 2 Jahre, bis ein Präparator mit gutem manuellen Geschick so gut ist, dass wir ihn weitgehend eigenständig arbeiten lassen können. Das heißt, was braucht es dafür, um bei Ihnen mitzuarbeiten? Fingerfertigkeit, ein Verständnis für die Anatomie des Menschen? Was ist wichtig? Also, es ist natürlich extrem hilfreich, wenn jemand mit anatomischen Vorkenntnissen kommt. Wir haben zum Beispiel mehrere Mitarbeiter, die haben eine physiotherapeutische Ausbildung gemacht oder haben auch eine präparatorische Ausbildung eingeschlagen. Aber man muss das nicht unbedingt vorher können. Die Anatomie kann man lernen und die kann man bei uns auch ganz besonders gut lernen. Man braucht außerdem ein sehr gutes manuelles Geschick.
Man braucht sehr viel Geduld, weil das dauert wirklich Stunden und Tage und Wochen, bis man ein einzelnes Präparat gut anatomisch präpariert hat. Und ja, man muss Freude daran haben. Wie ist das? Sie sind ja mal zur Medizin gekommen. Sie haben es vorher schon eingangs gesagt, um Chirurgin zu werden. Das heißt eigentlich, um Verletzten, Kranken zu helfen. Davon sind Sie ja jetzt weit entfernt. Davon bin ich jetzt mal weit entfernt, aber trotzdem arbeite ich dahingehend ärztlich, indem ich Aufklärungsarbeit leiste. Und ich meine, als Arzt konnte ich immer nur einen Patienten am Stück sozusagen behandeln. Aber dadurch, dass ich eben Wissen an die Menschen herantrage, habe ich noch einen unglaublich großen Einfluss auf ihre gesundheitsrelevanten Verhaltensweisen. Und das erfüllt mich mit unglaublicher Freude und es bringt mich um die ganze Welt sozusagen. Also es ist ein sehr erfüllender Beruf. Ich hätte das nie gedacht. Am Anfang, als ich mich entschieden hatte, mit dem Gunther zusammenzuarbeiten, war eigentlich mehr so ein Kuhhandel, muss man sagen. Inwiefern? Insofern, als dass er damals schon immer unbedingt nach Amerika auswandern wollte. Und dazu wäre ich allerdings nicht bereit gewesen. Und dann haben wir den Kuhhandel ausgemacht, dass ich nicht in die Chirurgie gehe und er dafür nicht nach Amerika auswandert. Jetzt haben wir gerade eben schon kurz über Ihren Mann gesprochen. Ihr Mann sagt selbst, hat sich mittlerweile ja viel aus der oder weiter aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Er sagt aber selbst, und ich glaube, das hat er auch immer gesagt, er möchte selbst nach seinem Tod mal ausgestellt werden. Wie ist es für Sie, mit Ihrem Mann darüber zu sprechen? Also ich glaube, man würde sich eher wundern, wenn es nicht so wäre. Aber in der Tat hat Gunther mir diesen Wunsch schon sehr früh angetragen, also sehr früh in unserer Beziehung. Und für ihn stand das völlig klar, das müsste ich irgendwann mal machen. Weil also Sie müssen es dann auch machen? Am Anfang habe ich gesagt, Gunther, das ist völlig unmöglich, das kann ich, das mache ich nicht. Aber er hat da nie locker gelassen und ich begreife auch, dass es die Veränderung seines Lebenswerkes ist. Und ich tröste mich mit der Überzeugung, dass es auch ein Stück ein Liebesbeweis ist, ihm das zu erfüllen. Und er hat mir versprochen, ich darf ihn ein Jahr lang einfrieren, bevor ich Hand anlege. Aber dann müsste ich wirklich Hand anlegen, weil er sonst nämlich Frostbrand bekäme. Sie merken schon die Reaktion, ne? Also bei mir und auch hier. Haben Sie einen anderen Umgang mit dem Tod als wir vielleicht? Also ich glaube, man muss da ganz klar unterscheiden zwischen toten Körpern und dem Sterben. Und ich bin diese Frage oft gefragt worden in all den Jahren. Und ich dachte immer, dass ich anders damit umgehe, weil ich nun so viel mit toten Körpern umgehe. Und ich dachte, dass ich das gelassener betrachte. Und ich weiß ja auch alles, was da passiert. Aber als vor einigen Jahren meine beiden Eltern verstorben sind, habe ich gemerkt, was das Sterben anbelangt, das eröffnet plötzlich eine emotionale Dimension, die hat man überhaupt gar nicht im Griff, die kann man überhaupt gar nicht vorhersehen, nicht vorher planen. Und deswegen tue ich auch ein bisschen schwer zu kommentieren, wie wird das wohl sein, wenn ich mal meinen Mann plastinieren soll. Also wie gesagt, ich fühle mich stark, das irgendwann leisten zu können und ich bin froh, dass ich es nicht sofort machen muss. Wie ist es für Sie, zwei Fragen noch zum Schluss, wie ist es für Sie, dass Ihr Mann immer wieder Dr. Tod genannt wurde und genannt wird? Also am Anfang fand ich das eigentlich eher störend. Aber mein Mann hat das immer ganz belustigt hingenommen und sagt, warum denn eigentlich nicht? Und Humor ist eine Art, auch mit schwierigen Themen umzugehen. Und das Thema Sterben ist für uns Menschen einfach ein schwieriges Thema. Und warum eigentlich nicht? Und hat dann mal erzählt, als er in die Lufthansa-Maschine eingestiegen ist, da hat ihn eine Stewardess ganz charmant begrüßt und war ganz überrascht. Ach, Dr. Tod, dass Sie mit uns fliegen, das finde ich ja ganz großartig. Und da habe ich gesagt, ja, man kann es auch ganz entspannt sehen. Und seither sehe ich das eigentlich ganz gelassen. Möchten Sie selbst mal ausgestellt werden? Also ich bin auf jeden Fall selber Körperspenderin. Ob ich mal irgendwann in einer Ausstellung stehe, das ist mir eigentlich gar nicht wichtig. Ich bedanke mich für dieses Gespräch. Bis Mai die Ausstellung im Blautal Center. Herzlichen Dank und
Was bleibt mir zu sagen? Einen guten Abend. Alles Gute. Danke. Zum Wohl. Mit freundlicher Unterstützung von Goldochsen. Goldochsen, Ulms flüssiges Gold.